Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins. In meiner Flammengestalt heiße ich euch willkommen und los geht's. Was haben wir da? Und hier erinnere ich mich, das war übelst. Kommt rein hier. Wow. Warte mal. Immun? Warum sind die immun gegen Feuer? Sind sie, glaube ich, gar nicht. Wir versuchen es mal hiermit. Ja, funktioniert ganz gut. Aber ich glaube, auf Dauer auch nicht so sehr. Wir hauen mal mit dem Schwert drauf. Ich bin gleich tot. Nein, 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 nein. Gut, dann müssen wir versuchen reinzulaufen. Anders geht's nicht. Ich hatte doch eben gespeichert. Willst du mich verhohnepiepeln? Das sollte kein Problem sein. Nee, ist schon klar, aber ich hatte eben gespeichert, eindeutig. Das ist ein Problem. Mit dem Speicherstand hier. Komm schon. Was halten die denn so viel aus? Bewegung und Parade, Schlaf und. Na gut, im Nichts brauche ich wahrscheinlich keine Fragen diesbezüglich zu stellen. Lissy? Danke. Ach, jetzt müssen wir die ganzen Feuerdämonen nochmal neu bekämpfen. Oh Gott. Na toll. Na spitze. Dann fängt die Folge doch schon mal hervorragend an. Ich wollte gerade sagen, wir haben die doch das erste Mal echt gut down gekriegt. Und jetzt sowas hier. Nee, also damit machen die uns zum Glück überhaupt keinen Schaden. Aber die Magier, wie bekämpfen wir die am besten? So kommt. Ich wollte gerade sagen. Jetzt hört hier alles auf. Nee, nee. Der ist schon down. Lass jede Hoffnung fahren. Ich bin eine Feuergestalt, kein Fleischling. Lasst jede Hoffnung fahren. Ich habe jetzt schnell gespeichert, ja? Wollen wir mal gucken. Können wir die vielleicht so triggern, um die Tür aufzumachen? Das wäre schön. Oder nur einen einzigen. So, guck mal hier, mein Popo so ein bisschen an der Tür reiben. So, hui, la, 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 la. Kommt doch, ihr Magier. Da kriegt jemand Schaden. Oh, im Ernst jetzt? La 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 la, kommt doch rein. Wenn das geht, dann ist das nur fair aus meiner Sicht. Brennen werden wir alle. Das teste ich jetzt aus. Stopp. Was immer der auch für Schaden macht. Feuerschaden. Ob das so gut ist, die Idee? Dann bin ich, glaube ich. Oh, jetzt macht er Blitzschaden. Okay. Und hau drauf. Hau drauf mit allem, was du hast, Süße. Hau drauf mit allem, was du hast. Und nochmal. Ja. Und nochmal. Oh, das war knapp. Ich bin verletzt. Ich weiß, Süße. Erhol dich bitte ganz schnell. Okay, den haben wir. Und ich glaube, die anderen hat es tatsächlich vor der Feuertür zerrissen. Kann das sein? Die haben Feuerschaden genommen. Weil die durch irgendeine unsichtbare Macht dazu gebracht wurden, an die Tür zu treten. Und die brannte halt. Ich denke mal, das ist fair.
Okay, hier brennt eine Menge. Das war es aber bestimmt noch nicht, oder? Lyrium brauchen wir jetzt gerade nicht. Hier sind auch ganz viele Magier tot. Oh, 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 oh. Was haben wir denn da? Was hast du? Eisschaden, Blitzschaden, was auch immer. Lass es uns schnell wieder bringen. Aber sowas von. Und das war's. Guck mal, das war doch mal schnell, oder? Sehr gut. Schnell zwischenspeichern. Da ist die andere. Nee, dann sind die doch nicht gestorben. Also dann ist es ja. Dann kann man sich wirklich nicht beschweren. Dann ist es tatsächlich fair. Es ist nichts passiert. Ich habe nicht geschummelt. Das sollte kein Problem sein. Ah! Zeig mir, was du kannst. Ah! Oh, heilen kann sie sich. Bewegung und Parade, Schlag und Ende. Ah! Ah! Oh! Wow, okay. Sehr gut. Da ist die nächste Tür. Also, es tut mir leid, wenn ich schnell, viel schnell speichere, aber es sind vier. Das sind aber alles. Das eine ist Magielehrer, das andere sind Magieschüler. Wir horchen mal ein bisschen rein oder gucken mal. Wir sind Magier. Ja, unsere Magie. Es sind fünf. Nutzt eure Gabe heute. Lasst uns ein Spiel. Wer die meisten Schmerzen verursacht, gewinnt. Wer die meisten Schmerzen verursacht, gewinnt. Ganz ehrlich, das sind zwei Magielehrer und drei Magieschüler. Da ist ein Buch. Kann ich das Buch lesen als Maus? Die Grundregeln der Magie. Schön. Miep, miep. Aber ich komme hier sonst nicht weiter, ne? Da wäre eine Tür. Aber als Maus kann ich die ja nicht benutzen. Das ist heftig. Was mache ich denn jetzt? Boah, also weißt du, das ist mir ein bisschen zu viel. Es wäre eventuell möglich, ganz schnell sich zurückzuverwandeln und dann durch die Tür zu gehen. Aber ich weiß nicht, ob das klappt. Das ist im Kampf nicht möglich. Schön, dass sie es nicht gemerkt haben. Sie haben es gemerkt. Okay. Die arbeiten mit Feuer. Das kann ich. Und Gott sei Dank gibt es halt auch Friendly Fire. Das heißt, dass sie ihre eigenen Leute mit dem Feuerschaden getroffen haben. Das kommt mir doch jetzt irgendwie entgegen. Warum bin ich nicht das, was ich eigentlich sein wollte? Danke. Okay, der ist down. Das ist schön. Die Einzige, die mit Feuer arbeitet und macht alle anderen kaputt. Nur mich nicht. Wow, Glück gehabt. Ich habe jetzt echt Schiss vor dem Kampf gehabt. Sehr gut. Das war wirklich Glück im Unglück. Okay. Nochmal speichern und dann gehen wir durch die nächste Tür. Wow! 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 Das sieht nach Eisschaden aus. Das heißt, ich brauche mich gar nicht in den Feuer. Kein Erfolg! Erstmal die, ach, warte mal, das sind Kirchenpriester. Das heißt, dass das keine Magier sind, ne? Aber dem verfluchten Träumer muss ich helfen. Komm schon. Oh, der nimmt ganz schön Schaden. Halt sich, aber das ist gut. Weil ich kann nur echt einen nach dem anderen hier down machen. Und die Golems sind ja wohl ganz übel. Wobei, der kann sich echt gut verteidigen. Gut, fangen wir an.
Sehr gut. Danke. Es ist Zeit, dass dieser Traum endlich ein Ende nimmt. Ich gebe euch meine Stärke. Gegen den Dämon, der hier herrscht, wird sie euch nur wenig nützen. Aber vielleicht kann sie euch in anderen Reichen helfen. Findet eine Möglichkeit, alle Dämonenfürsten zu vernichten, um den Weg zum Dämon der Trägheit zu öffnen. Befreit uns alle aus diesem Albtraum. Und damit stirbt er. Aber wir haben die Golemform bekommen und wir haben ja schon einiges gesehen. Da ist das Podest im Nichts. Da wäre aber noch die nächste Treppe. Ich würde aber ganz gerne nochmal wieder zurückgeben als Golem und die ganzen Sachen öffnen, die wir vorher nicht öffnen konnten. Das mache ich definitiv. Das heißt, wir gehen nochmal wieder ins Nichts, also zurück und dann, jetzt überlege ich gerade, im reinen Nichts war glaube ich nichts, ne? Im reinen Nichts war nichts. Wir gehen nochmal zum rennenden Turm zurück. Da waren auf jeden Fall einige Türen, die sich nicht öffnen ließen. Da, die zum Beispiel. Das kann sogar sein, dass das das Einzige ist, wo wir noch wieder reinkommen, oder? Die Golemgestalt. Öffnet mal eben die Tür. Ja, Spitze! Halt! Die brennen sowieso schon. Oh, muss das sein? Ich versuch's mal als Golem. Die widerstehen alle, aber ich kann sie trotzdem umhauen. Warte mal, was haben wir denn hier? Wir haben Schmettern. Schlägt mit aller Gewalt auf sein Ziel ein. Ist der Angriff erfolgreich, verursacht er kritischen Schaden und schlägt das Ziel zu Boden. Haben wir irgendwie so ein Rundum? Beben. Schlägt dreimal mit aller Gewalt auf den Boden, wodurch alle Ziele in seiner Nähe Schaden erleiden und außerdem betäubt werden. Probieren wir aus. Schön. Okay, und dann können wir noch schleudern. Oh, das ist auch gut. Wow, hervorragend. Und komm, den schaffen wir ja wohl so. Okay, wir gucken mal eben, wo uns das hinführt. Ansonsten müssten wir noch mal gucken, dass wir durchs Mauseloch, ich will mal Mäuseloch sagen, Mauseloch zurückkommen. Ich mag das mit dem Formwandlern. Das ist schon eine coole Fähigkeit. Was bist du denn? Ach, ein schlurfender Toter. Der hat wohl den Anschluss verpasst. Nicht schlecht, die Angriffe, aber auch das wird ihm nichts nützen. Das muss doch irgendwie noch was Besonderes haben, oder? Dass wir hier durch können. Ja, eine Belohnung. Ach komm. Das wäre der Ragos. Das könnte sogar, vielleicht sogar der Dämon sein, den wir hier in diesem Nichts besiegen müssen. Oder in diesem Level des Nichts. Tue ich. Und Gott sei Dank bin ich dagegen immun. Oh, verfehlt. Komm schon. Einfach nur weiter angreifen. Du schaffst das. Und? Ach, verfehlt. Und down mit Ragos. Ich glaube, damit haben wir sogar den hier ansässigen Zeichen der Stärke. Hier haben wir dann plus 1 auf Stärke. Oh, es ist cool. Ich weiß nicht, ich glaube, so weit bin ich hier sonst nicht gekommen. Aber das war nicht die einzige Tür, ne? Ich meine nicht. Also das will ich jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Ich gehe nochmal im Mauseloch zurück. Weil das würde ich ganz gerne nochmal eben klären. Wir haben ja hier sonst auch wieder ein Podest des Nichts. Ach, wir können ja hier zurück. War hier sonst noch irgendwas?
Das hat hier nichts zu bedeuten, oder? Nichts. Ja, so viel zu nichts. In der Golem-Gestalt können wir ja auch nichts machen, oder? Ne. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Hä? Nein! Oh, darauf zu gehen heißt einfach nur, dass man dann wieder sich in als Mensch verwandelt. Oh, wie gemein. Ich weiß, ich denke immer, ich wechsle so schön hin und her. Okay, wisst ihr was? Wir sehen uns gleich wieder. Oder? Nein, ach komm, wir ziehen das jetzt eben durch. Wir haben es jetzt eben einmal geschafft. Wir schaffen es auch nochmal. Nein, nein, nein. Ich will ja jetzt nicht noch irgendwie... Es war dumm von mir. Wir haben aber gesehen, wie gut das geht und wir kriegen es auch nochmal hin. Pass auf, wir wandeln uns gleich in den Golem. Das hat funktioniert. Ich habe eben, bin ich auf den Feuer, auf die Feuergestalt gegangen und das hat nicht funktioniert. So, lass mich mal kurz rankommen. Jetzt sind sogar Mambari vorbei. Und jetzt machen wir Beben. Und jetzt machen wir Schleudern. Schleudern. Ah, das braucht einen Augenblick. Ich darf nicht einfach so weiterrennen. Na, okay, alles klar. Mein Fehler, Entschuldigung. Das brauche ich. Ich muss ihr einen Augenblick Zeit geben, sich zu verwandeln. So, dann haben wir jetzt hier noch zwei schlurfende Tote. Okay, die kriegen wir jetzt auch nochmal eben down. Sind immun, aber werden zu Boden geworfen. Das ist gut. Schaden mehr. Ist natürlich ärgerlich, dass wir Ragos nochmal wieder bekämpfen müssen, aber das kriegen wir auch noch hin. Der war ja sogar relativ schnell down. Alles klar. So. Okay, Ragos. Dann wir beide nochmal. Obwohl es natürlich mies ist. Also das wird dann wohl nicht gespeichert. So. Hat der hervorragend funktioniert an Feuergestalt. Wir müssen einfach nur mit dem Schwert weiter bearbeiten. Also die Angriffe hier, die bringen bei ihm garantiert nichts. Das heißt, ich lasse sie jetzt einfach mal auf ihn einprügeln. Du zuerst. Und damit haben wir Ragos ein zweites Mal besiegt. Holen uns das Zeichen der Stärke. Und jetzt gucken wir einfach nochmal. Ich bleibe jetzt erstmal in der Feuergestalt und renne nochmal eben wieder zurück. Wir sind ja relativ schnell als Feuergestalt. Weil das will ich jetzt eben nochmal... Gucken, ob wir hier irgendwas... War hier noch eine verschlossene Tür? Das war ein Mauseloch. Yes, liebe das Kurzzeitgedächtnis. Aber das ist auch schon wieder ein bisschen her. Da sind wir hergekommen, ne? War hier eine verschlossene Tür? Huch! Ja, war. Guck. Alles klar. Golem, walte deines Amtes. Dum, 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 da, 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 da. Essenz der Magie. Permanent plus 1 auf Magie. Ist jetzt für uns nicht ganz so... So. War aber wieder Feuergestalt, weil wir dann auch gleich schneller sind. War hier sonst noch irgendetwas? Ich guck mal eben. Das war nur eine Barriere, aber ich glaube... Ich glaube... Sonst nichts, ne? Es sei denn, hier als Feuergestalt einmal durchlaufen.
Bringt aber auch nichts. Schade. Da ist das Mauseloch wieder. Das war ja auch nur eine Verbindung zu dem nächsten Raum. Und hier als Feuergestalt ist auch nichts weiter. War das das Einzige? Also ich meine, da müsste noch eine Tür gewesen sein, oder? War da noch eine Tür? Wir sind ja recht schnell. So, das ist der reguläre Weg, den wir gegangen sind. So will ich mal eben, ich glaube hier nicht. Höchstens. Ich muss immer erst nochmal gucken, dass ich die Feuergestalt bin, bevor ich jetzt weiter renne. Das irritiert mich immer so. Das ist das andere Ding. Wir kriegen aber ja noch eine Form. Warte mal, dann gehe ich nochmal eben als Maus hier durch. Aber ich glaube, das war's, ne? Feuergestalt, Feuergestalt. Das hatten wir auch schon. Tja. Das wäre eine... Ach komm. Nein, nein, ich will jetzt wirklich mal eben gucken. Oder beziehungsweise dann beende ich die Folge jetzt hier und dann sehe ich zu, ob ich noch irgendwo eine Tür vergessen habe. Und wenn es was Wichtiges gewesen ist, dann setze ich da in der nächsten Folge an. Ansonsten reisen wir, glaube ich, weiter. Aber mir lässt es sonst keine Ruhe. Deswegen sage ich bis hierhin erstmal wieder vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissi.